Gute Arbeit auf der Strecke. Nun zu ein paar Fragen. Das war eine tolle Qualifying-Session für Sie. Denken Sie, Sie werden diese Leistungen im Rennen wiederholen können? Ich hoffe, wir werden uns da noch verbessern, platzierungstechnisch. Aber mit dem Regen, das könnte schwierig werden, aber schauen wir doch einfach mal. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zurück bei F1 2019. Das Rennen aus Kanada. Das ist der Plan. Behalten Sie mich morgen im Auge, dann bekommen Sie etwas Besonderes zu sehen. Wer sagt denn sowas? Wir haben eine sehr gute Strategie, die uns viele Punkte bescheren sollte. Das Auto fühlt sich auf der Straße fantastisch an. Wir werden das auch im Rennen umsetzen können, hoffe ich. Sie haben heute ein paar Teile auf der Strecke gelassen. Gab es Schwierigkeiten mit der Traktion? Ah, gut, da war was. Hanadl, wenn ich etwas länger drüber nachdenke. Das lässt sich schon wieder gerade biegen. Der Wagen hat einfach nicht gepasst. Das ist... Nee. Hm. Danke für den Kommentar. Sie hat den Ruf zwar verringert, aber es mir schnutzt. Die Antwort fand ich cool. Okay, ich hätte was ändern können. Die Gewissheit ist gut. Aber mal gucken, was jetzt draus wird. Sainz war 3/10 schneller als wir. Dementsprechend haben wir jetzt noch 4 Punkte Vorsprung und auf Bottas 2 Punkte Rückstand. Das Team wird sich freuen mit dem, was wir geleistet haben, denn das passt absolut zum Qualifying-Vertragsziel. Da heißt es gerade so, oh schaut mal, der Balken geht runter. Nur wegen meiner Aussage? Naja. Bringt mich jetzt aber auch nicht davon ab, demnächst wieder was zu sagen, wenn ich es einfach sagen will. Gut gemacht, eine solide Leistung. Im Rennen bitte gern mehr davon. Ja, im Rennen soll es nass werden. Wir sind da schon ein klein wenig drauf vorbereitet, Teile werden natürlich nicht gewechselt. Und mehr gibt es hier auch nicht zu tun und zu sagen, deswegen gehen wir gleich weiter. Ich guck mal auf die Rennstrategie, mal gucken, was das Team da so vorschlägt. Wir sind wieder am Ufer des Lawrence Rivers hier in Montreal für den großen Preis von Kanada. Dieses Event fand zum ersten Mal im Jahr 1978 auf einer Variante dieser Strecke statt und wurde von niemand anderem als dem berühmten Gilles Villeneuve gewonnen, dem ersten Kanadier, der je sein Heimrennen gewinnen konnte und dem zu Ehren die Strecke dann umbenannt wurde. Wenn Sie ein schnelles Rennen suchen, dann sind Sie hier goldrichtig. 59% der 4,3 Kilometer langen Strecke sind mit Vollgas zu befahren und die Höchstgeschwindigkeiten gehen rauf bis zu 337 in der letzten Schikane. Doch dieses Tempo verlangt Disziplin und volle Konzentration in jeder einzelnen Runde. Denn Auslaufzonen gibt es nicht und wer zu schnell ist, den bestraft die Mauer. Wie gewöhnlich darf ich heute Stefan Römer an meiner Seite begrüßen. Können wir über Toro Rosso reden? Sie sind in den letzten 5 Rennen nicht einmal ausgeschieden. Was sagt das deiner Meinung nach über die Zuverlässigkeit Ihres Autos aus? Das ist eine sehr gute Statistik, völlig klar. Sie demonstriert beispielsweise nicht nur mechanische Zuverlässigkeit, sondern auch Konsistenz von beiden Fahrern. Das sind 2 unschätzbar wichtige Punkte, wenn man Erfolg haben will. Es ist an der Zeit, einen Blick auf die Startaufstellung für das heutige Rennen zu werfen. Sebastian Vettel hat eine leere Strecke vor sich. Er startet von der Pole. Und Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Butler, Leclerc, Valtteri Bottas und Sainz Jr. Verstappen, Weber, der Eismann und Pierre Gasly. Ricardo, Grosjean, Nico Hülkenberg und Kvyat, Albon, Russell, Kimi Räikkönen und Robert Kubica. Giovinazzi und Sergio Perez vervollständigt die Startaufstellung. Jetzt, wo die Lichter jeden Moment ausgehen, wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Im letzten Rennen haben wir Punkte geholt. Strengen wir uns an, damit es so weitergeht. Was haben Kanada und Spanien, also die Strecken da, gemeinsam? Ja, sie sind toll. Aber, wenn man jetzt mal die Schikane ausklammert, man fährt auf beiden Strecken einmal die komplette Breite oder Länge, je nachdem, wie man es möchte, Vollgas. Spanien, Startziel und hier die, ja, gerade vor der letzten Schikane und dann Startziel.
Werden die Reifen schon wieder kälter? Nee, die Hinterreifen sind einfach generell einen Grad kälter. Okay. Der schlägt uns dennoch 2 Stops vor. Okay. Dann sollte ich aber die roten Reifen benutzen, aber wenn ich gelb und rot fahre. Entschuldigung. Wenn ich gelb und rot fahre, dann muss ich ja trotzdem nochmal reinkommen. Es wird so schon schwierig, mit gelb und gelb da durchzukommen. Oh, das macht's aber sehr schwierig. Aber mit weißem will ich ja nicht an den Start gehen. Boah. 2-Stop-Rennpflicht für Kanada. Das ist interessant. So wie wir es auch in der letzten Saison gefahren sind, 2 Stops. Auch wenn es zwischendurch mal einen Vorfall gab, aber dieser eine Nasenabfall, der war ja dann auch relativ passend, so Boxenstopp-mäßig. Das ist natürlich jetzt etwas schwierig. Wenn es regnen sollte, sollte man die schnelleren Reifen eigentlich nicht außer Acht lassen. Es wird auf jeden Fall regnen, das ist klar, denn dafür ist der Regen am Ende zu stark. Dann machen wir die Stints einfach kürzer, jeweils um eine Runde mit den gelben. Dann fahren wir die roten noch, aber halt noch ein paar Runden oder sogar. Wenn ich ja komplett darauf spekuliere, dann fahren wir sogar 2 Runden kürzer auf den gelben. Da kann ich ja gleich 3-mal rot fahren, wenn wir eh nochmal reinkommen. Plus 3-mal rot, könnte eng werden mit frischen Reifen. Haben wir das noch? In Q2 keinen benutzt und Q3. Wir haben noch 2 rote frische, ne? Wir könnten rot in Q1 fahren und rot. Und dann nochmal rot in Q2. In Q3, wenn man da angekommen ist, bekommt man den Q3-Reifen wieder. Heißt, man bekommt, hat 3 rote Reifen. Das würde passen. Dann fahren wir gar nicht gelb und 3-mal rot und dann kommen wir sowieso auf Inters rein. Will ich dieses Risiko eingehen? Gleich von vornherein sagen, ich fahre nur eine Reifenfarbe, weil es wird sowieso regnen? Könnte, sollte man eigentlich machen, oder? Ich glaube, ich fahre lieber 2-mal rot. Wer weiß, ob ich dann doch mit den roten Reifen hinkomme. Dann fahren wir jetzt gelb und dann 2-mal rot. So machen wir's. Rote Reifen, 1,9 Sekunden langsamer. Ich sollte ihr aber nicht aufziehen, die letzten roten Reifen, wenn es gerade anfängt zu regnen. Insofern gehe ich immer auf 12. Stellt euch mal vor, wir müssten auf diesen roten Reifen im letzten Stint nach Hause fahren. So. Ja. Vielleicht komme ich sogar noch eher rein mit den gelben, aber das ist ja auch schon Quatsch dann. Gut, die sind angefahren, aber nur eine Runde länger fahren als mit den roten. Aber wir müssen halt eine andere Reifenfarbe fahren. Und die Reifenabnutzung der roten, der zweiten roten, ist jetzt nicht viel schlechter. Als die am Ende der ersten gelben ist gut. Wir haben bloß einmal gelb. Hoffentlich regnet es noch, wenn man es mal so sieht. Wobei 60% Abnutzung ist auch noch zu fahren. Wir gehen es auf jeden Fall so an, wie wir es jetzt eingestellt haben und daran halte ich mich auch. Weil dann kommen wir ganz gut raus, wenn es dann anfängt zu regnen. Reifen dann noch so bei ungefähr 70-80% im letzten Stint, ja. Und Autoeinstellung passen wir an, wenn wir dann schon 2-mal drin waren. Also zwecks Flügel und dann sowieso Reifenfarbe. Die Fans jubeln da schon fleißig oben rechts. Nun gut, also Punkte sind absolut Pflicht und sogar mehr als 2. Aber wer weiß, wie wir zurechtkommen werden, wenn's nass wird. Aber unser Wagen ist ziemlich gut, sieht man auch an Sainz. Und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Okay, die Systemchecks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Heute fahren wir wirklich gegen Hamilton und gegen Sainz. Gegen wen fahre ich? Heute kämpfen wir gegen folgende
Fahrer, Hamilton und Sainz. Zum allerersten Mal tun wir das wirklich. Weil da, wo Hamilton steht, wollen wir hin, ganz nach vorne. Sainz ist vor uns, da wollen wir auch hin, nämlich in seine Nähe, bestenfalls vor ihm. Letzter Bericht. Wir denken, es wird ein wenig Regen geben. In etwa 15 Minuten geht's los. Am schnellsten kommst du gerade mit Trockenreifen voran. Stimmt, wir hätten ja gar nicht auf Roten starten können, sprich dreimal Rot fahren. Habe ich wieder vergessen bei Q2 Reifen. Wir müssen ja zwingend auf den gelben starten. Zum Glück ist der Weg bis zur ersten Kurve nicht weit, dennoch wird das abenteuerlich. Meine Reifen können grundsätzlich noch mehr vertragen. Muss aufpassen, die Übernehmlinie kommt relativ bald. So, lassen wir es mal stehen. Reifen noch etwas abkühlen. Geht nicht mehr. Schon werden wir durchgereicht. Auch ein Gelbreifenfahrer ist interessant, okay. Wie sehen wir das jetzt so? Ich muss noch den Strom ändern. Aber vielleicht macht man das ja schon für uns automatisch vorab. Behalte die Startampel. Modus sage ich doch. Unsere Kurve, Finger weg. Beziehungsweise unser 10. Platz. Auch wenn der jetzt dem Vordermann sehr nahe ist. Der Gasly, das ist bloß ein Red Bull, der ist auf der Geraden nicht so stark. Wir sollten dranbleiben und die Chance wahren fürs mögliche Überholen. Auf der gleich langen Geraden. Die halten sich in der Haarnadel auf, hoppala. Wer weiß, was da noch geht. Können näher dran sein, aber es könnte vielleicht noch klappen. Der Abstand ist schon sehr groß von uns auf ihn. Nee, das wird nichts, auch wenn er jetzt gleich an die Wand fährt. Gucken wir, die jetzt nebeneinander herfahren, vielleicht beim Ausgang aus der Schikane. Nee, die fahren wieder hintereinander. Mist. Vettel führt. Fahrer hinter mir. Grosjean liegt hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit neuen Weichenreifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch zwei Stopps machen werden. Das scheint, sie haben ein Problem. Okay. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,22,5. Habe ich die Wiese mitgenommen? Nicht von Grosjean drehen lassen. So, nebeneinander her müssen die in der letzten Kurve unterwegs sein. Und ich hier. Hier komme ich niemals vorbei. Mach das bitte in der Schikane. Oder an der Haarnadel. Verlierst ein wenig Zeit gegen deinen Hintermann. Gib weiter Gas. Der hat ein Problem, wir aber auch. Das ist vor uns. Dass er da auf den Mager stellen kann. Nein, du hast ein Problem, bleib hinten. Der Red Bull hat jetzt keinen DRS und der ist der Schwächste auf der Geraden.
Mal gucken, ob das was wird für uns. Da sind wir aber noch zu weit weg. Aber jetzt geht's. Ja, die bekommen wir beide, hoffentlich. Der Red Bull gibt uns gleich Windschatten, nämlich jetzt, genau. Super gemacht, ihr beiden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,2 Sekunden. Fahrer hinter mir. Leclerc liegt hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Ihre Reifen sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 17,5. Ach, bin ich froh, dass wir die gelben Reifen fahren. Fahrer hinter mir. Gasly hinter dir. Okay, die Lücke zu deinem Hintermann beträgt 1,8. Jetzt fahren die nebeneinander Sekunden. Da. Sie fahren mit alten weichen Reifen. Nebeneinander Ihre fahren sie. Sind 3 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stops machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,17. 2 Stops bei Gasly. Und der Lukas ist vorbei, aber vielleicht kommt das gleich wieder zurück. Das Bottas. Ich komme erstmal in die Wies. So schnell rein. Energie ist zum Ausgeben da. Keine Sorge, Jeff. Guck mal, wir haben noch Platz. Das habe ich ja jetzt schon so ziemlich jede Runde gemacht. Musst du doch mitbekommen haben. Das nennt man Haushalten. Ferrari löst sich ganz schön schnell vom Lukas. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir sind nur ungefähr eine Runde über Planziel. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. 0,42 Jeff plus, das passt. Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,7 Sekunden. Start aus dem Kollege. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 6,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, weichen Reifen. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 15,3. Hoppala. Der Bottas wieder ran an den Lukas. Deine Reifen sehen noch top aus. Lass uns dafür sorgen, dass das möglichst lange so bleibt. Er kommt trotzdem eher rein, als die Reifen eigentlich mitmachen würden. Wetterbericht. 10 bis 15 Minuten Regen. Trockenreifen passen gerade am besten. Eher 15 plus. Jetzt wird sich da vorne wieder aufgehalten. Das ist unsere Chance, mit den härteren Reifen Boden gut zu machen. Entscheidenden Boden für dann schnell mit den roten dran sein. Na los, wir müssen da vorbei.
Ich setze schon eher Fett ein, Mann. Irgendwann ist auch mal genug. Wir kommen gerade einen Riesenschritt näher und fahren persönliche Bestzeit. Wir haben jetzt auch noch leichten Windschatten. Die behindern sich doch gleich in den ersten Kurven. Mache ich nichts mehr, dafür kommen wir zu spät an. Komm, gebt Gas, der Sainz haut doch ab. Leute. Der Hintermann kommt wieder ran, der war ganz schön gut weg. Jetzt haben wir zwei DS. Aber auf die Spitze haben wir verloren. Uiuiui, jetzt verliere ich auch noch ganz alleine. Das wird uns DS gekostet haben. Schade, wir hätten eine gute Position gehabt. Komm, fahrt nebeneinander in die erste, in die Schikane. Unsere Chance. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Du wirst mit weichen Reifen weiterfahren. Na, die Stops werden jetzt anfangen, schätze ich. In dieser Runde, vielleicht kommt Sainz sogar schon rein. Vorm Stop vierte, das ist ja wunderbar. Waren schon die ersten drin? Ja, müssen ja, sonst wären wir jetzt nicht Vierter. Das war gerade die erste Überholung seit langem. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. So kommen wir auch mal in den achten Gang. Auch wenn der gleich reinkommt, wenn wir überholen können, überholen wir. Den haben wir auf der Geraden. Ich lasse lieber. Ja, Teamkollege drin. Ich lasse ihn lieber rechts von uns. Wir fahren lieber rechts vorbei, falls er reinkommt. Gut, macht er nicht, aber ansonsten kreuzen sich unsere Wege. Darauf habe ich keinen Bock. Gut, dann kommt der. Herr in der nächsten Runde rein. Unser Herr Hintermann. Wir müssen jetzt so oder so Gas geben. Die haben frische Reifen und wir kommen ja auch bald rein. Runde 11. Auf keinen Fall einen Zweikampf verwickeln lassen. Aber auch nicht hier drehen lassen, weil ich die weite Linie fahre. Das war auch etwas unschön. So, eine Runde noch, dann kommen wir rein. Bart, da ist ein Viertel drin. Diese Runde, jetzt mach Druck! Sogar mehr Strom, was sagst du dazu? Verstappen wirklich meine schnellste Runde. Das sagt er dazu. Wir sind auf persönlicher Bestzeitrunde unterwegs. Was sagen wir dazu?
an die Box zu kommen. Habe ich nicht vor, das vergessen. Einführung. Der Regen lässt ein paar Runden auf sich warten, aber er kommt bestimmt. Sei vorsichtig da draußen. Los, los, los! Kimi. Ein paar zu langsame. Du musst jetzt nur noch einmal stoppen. Noch ein Boxenstopp. Lieber lasse ich etwas schleifen, ehe ich gleich wieder rein muss. Schleifen lassen war das Stichwort. Es hat geschliffen auf der rechten Seite. Vettel auf den roten Reifen wieder raus. Er fährt auch zweimal rot und einmal gelb. Ach ne, komm, Russell bleibt da hinten. Was macht er denn? Es geht ganz schön schnell. Hat wohl Temperatur auf den Reifen und überhaupt gerade einen Lauf. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den EAS-Einsatz. Na, jetzt kriegt man keinen. Wobei, vielleicht fahren die jetzt nebeneinander her. Lieber mal gefasst sein für Überschuss. Naja, die bleiben so. Da werde ich nichts probieren. Jetzt kommt der Russell gleich vorbei, wenn ich so Mist mache. So, fahrt ihr da schon angefahrene Routen? Ihr mit Konkurrenten um Position und Punkte? Ein voran Vettel erstmal. Beißt sich hier noch den Flügel ab, der Vettel. Ja, jetzt kommt er vorbei. Ziehen wir doch mal mit. Und schnappen wir uns jetzt hoffentlich gleich den Vettel. Der bekommt, glaube ich, keinen DS. Wenn er keinen DS bekommt, haben wir ihn. Weil wir verdammt gut auf der Gerade sind. Das wissen wir ja seit dem Qualifying. Das weiß jetzt auch Vettel. Sollen wir die Reifen ausfahren? Letzter Bericht. Das Radar sagt, Wetterveränderung in ungefähr 5 Minuten. Sei wachsam, am schnellsten kommst du gerade. Komm, zieh's noch etwas nach hinten. Wir haben fast den gesamten Benzinüberschuss verbrannt, sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald. Ja, ich weiß, wir hatten schon mal 0,4 auf Lager, aber das passt schon. Im Regen sparen wir vielleicht eh etwas. Wie der Wagen wieder aufsetzt. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 2,1 Sekunden. Start aus Teamkollege. Sie fahren mit 9 Mediums. Er ist auf Rang 2. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,13,3. Platz 2 ist ja super.
Verkehrsbereifte Gasly fährt aber auch ganz gut mit. Es hier rumpelt. Womöglich werden wir jetzt aufgehalten. Deswegen voll sparen, ja. Voll Strom sparen. Jetzt schon wieder dranbleiben für die lange Gerade. Der starke Ferrari hat kein DRS, das ist schon mal grundsätzlich gut. Jetzt müssen wir aber auch dranbleiben. Upsa. Der Abstand ist wunderbar. Nicht zu nah, nicht zu weit weg, aber es könnte auch eng werden mit dem Ferrari und auch mit dem Red Bull, weil der hat noch einen Vorsprung und der ist im Windschatten. Nicht gut. Dein Frontflügel hat Schaden genommen. Besser, du kommst zur Reparatur. Wie früher hat er denn gebremst? Hat er sich verbremst? Ja, dann kommen wir jetzt rein und nochmal die roten. Oder regnet's gleich? Wetterbericht. Wetterbericht. Okay, ach Mann. Wir ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Sag mir den Wetterbericht, du Jeff. Plan A weitermachen. Wetterbericht. Wetterbericht. Ist angekommen. Bestätige. Ist nicht angekommen, Mann, du nervst Jeff. Wetterbericht. Der Regen wird es regnet. Nicht so weit aufhören. Starker Regen. 10 Minuten. Trocken dann bleiben wir noch draußen. Aber Nase muss gewechselt werden. Aber die Nase muss eigentlich jetzt gewechselt werden. Vielleicht ist in einer Runde schon zu nass. Komm nächste Runde rein. Wir bleiben aber besser noch draußen. Wenn wir jetzt schon auf Intermediates wechseln, werden wir viel zu langsam sein. Gucken, was das Heck jetzt macht. Gut, ich muss mich auch um die Front kümmern, weil wir kommen nicht um die Kurven. Ah, der hat verdammt früh gebremst, ey. Weiß aber nicht, ob er sich verbremst hat. Das könnte auch noch sein. Aber jetzt ein Safety Car, das wäre Gold wert für uns. Doch nur einmal rot. Gefahren. Nee, jetzt kommt der Sainz an, holt sich die Inters. Boxenstopp. Bestätigt. Du kannst am Ende dieser Runde reinkommen. So, meine Einstellung stimmt noch, ja. Viel zu früh werden wir schon nicht sein. Für Inters nicht viel zu früh, vielleicht eine Runde. Wenn überhaupt. Vielleicht tun wir die Nasenwechselzeit gleich wieder raus. Wobei, wenn ich an China denke, wie ich da mit früheren Inters nicht Zeit gewonnen habe, nicht entscheidend. Den fahren wir nach Hause, vielleicht kommen die anderen ja nochmal rein. Jetzt sind wir letzter. Sei gut zu diesen Reifen. Wir wollen der Flaggenmann hat was zu tun. Zu Ende fahren. Okay, noch ist es wohl zu trocken.
Aber womöglich brauchen die auch noch Temperatur. Halte ich für nicht abwegig. Soll jetzt gefasst sein. Der Jeff, ey, mit seinen blöden Boxenstopp-Strategieänderungen. Hier, wie sieht's damit aus? Ja, ja, hier nochmal. Schlecht sind die Reifen nicht, keinesfalls. Hoffentlich ist die Konkurrenz gerade langsam und bleibt nach draußen. Wobei, Sainz nicht reingekommen, der hat einen dicken Vorsprung. Würde der jetzt wechseln, hätten wir ihn schon längst drin gesehen mit der Anzeige. Teamkollege an der Box. Boah, Unterstern, ganz schön doll. Der S will schon mal nicht mehr aktiviert werden. Also der Zeitpunkt des Wechsels war jetzt nicht verkehrt, finde ich. Auch wenn ich die Zeiten der anderen gerade nicht weiß. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 9,6 Sekunden. Ich glaube, die schnellste Runde im Vergleich zu der Konkurrenz können wir knicken. Aber so gut bin ich mit den Roten gar nicht gefahren. Mann, der hat einen dicken Vorsprung. Der kürzt ja in der Box ab und wir sind gerade noch hier hinten. Nein, wir hatten noch einen Vorfall. Leider auch so schon 10 Sekunden Vorlauf. Ah, da vorne schleichen ein paar. Hoffentlich bekommen wir da viele, viele Plätze und kommen wieder wenigstens in die Punkte. Weil jetzt im nassen Vorbeikämpfen, es wird besonders schwierig. Sainz weit, weit vor uns wieder rausgekommen. Ich schätze mal, wir werden so 14. werden. Ja, schaut mal, die fahren schon alle wieder los und kürzen jetzt ab. Oh Mann. Wird wohl ein punktloses Rennen werden. Balla, was ist denn jetzt los? 14. Die Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den ERS-Einsatz. Boah, was ist das denn? Der Abstand zum Hintermann beträgt 7,5 Sekunden. Doch, ganz schön früh hat es angefangen zu regnen. Jetzt ziehen die uns sogar davon. Sieht wieder nach einer sehr mageren Leistung im Vergleich zur Konkurrenz bei Nessa aus. Da war noch jemand auf Trockenreifen. Okay. Na, Platz 14 kommt jetzt wieder näher. Ich komme ja noch 10 an die Box. Nee, es waren so viele vorhin drin. Da kommen nicht mehr viele, wenn überhaupt. Ich schätze mal eher gar keiner mehr. Okay, aber das Rennen, auch wenn es gerade echt kacke aussieht, wird nicht aufgegeben. Oh, hey, komm drum. Komm nämlich gerade etwas ran. Gut, rankommen und überholen ist im Regen nochmal schwieriger als ohnehin schon. Schauen wir mal. Da sind Punkteautos auf der Gegenseite, aber die im Regen bekommen, sehe ich als sehr unwahrscheinlich an. Wenn du denkst, dass du es vorbeischaffst, schalte dein ERS auf Überholen.
Viel Sprit haben wir nicht mehr. Da wo Kurven sind, kommen wir wieder näher. Pluspunkt für das Aero-Auto. Immerhin habe ich gerade freie Fahrt. Und motiviert bin ich auch, weil ich da Leute vor mir sehe. Also so ist es nicht. Russell kommt aber auch ran, habe ich das Gefühl. Vergrößerst die Lücke zu deinem Hintermann um 5 Zehntel pro Runde. Bin ich mir nicht so sicher, aber wir kommen auf jeden Fall an alle da vorne näher ran. Nicht nur an die zwei Kämpfer hier, an die beiden. Starkregen soll noch kommen. Vielleicht kommt in den letzten zwei Runden. Wir bleiben draußen und schmieren richtig ab oder gewinnen. Oder es macht okay, gar keinen Unterschied. Der Abstand zum Hintermann beträgt 1,8 Sekunden. Im Fall der Fälle sind wir mal gefasst. Wir sind für den Moment immer noch zufrieden mit den Reifen. Bin ich wieder im dritten, weil ich so eingerutscht bin. Elf Runden fahren wir noch. Hoppala. Erhöhen wir den ERS-Einsatz und verbrennen ein bisschen Energie. Einfacher gesagt als getan. Aber ja, der gelbe Balken ist immer stets gefüllt. Jede Menge Energie. Setze Überholen ein und dann los. Auf Fett aus der Kurve raus. Jetzt spielen wir auf jeden Fall schon deutlich Windschatten. In dem Regen, einzige Baustelle sehe ich gerade noch auf der Geraden nach der Hanato. Wir schließen zum Vordermann auf. Pass aber auf die Reifen auf. Wir machen keinen Boxenstopp mehr. Oh, das wäre toll, wenn die alle nochmal reinkommen würden. Bitte, bitte, bitte. So, Sicht wird immer schlechter. Man sieht die noch gut. Die Rückleuchte macht sich stark bemerkbar. Drei Autos unmittelbar vor uns. Er weiß, wer noch ausfällt, er weiß, was noch passiert. Einfach dranbleiben. Jeder Punkt kann entscheidend sein. Ich habe schon zu viele durch
Dreher verloren. Erste Verwarnung. Zwei Dreck für die Gerade. Auf Mischung 2 umzustellen. Umstellen auf Mischung 2. Der Regen wird noch stärker. Die Strecke wird immer feuchter. Hast etwas Zeit gegen das Auto hinter dir verloren. Jetzt wird es immer schwieriger abzuschätzen, wo ist der gerade, vor allem mit diesem großen Stöpsel davon, den wir drauf haben. Mann, jetzt kommt langsam die Gerade und ich verliere wieder Zeit. Die Situation ist nicht perfekt, aber ich glaube nicht, dass es einen Grund gibt, auf andere Reifen zu wechseln. Genau, jetzt kommen wir rein. Das war echt schon ganz schön nass. Schaut mal, wie feucht die Strecke ist und wie viel Regen hier runterkommt. Eigentlich kann ich in meiner Position noch was riskieren und eigentlich nichts mehr gewinnen. Punktemäßig so. Ich peile mal nächste Runde den Stop an. Ganz grob. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,8 Sekunden. Boah, das wird ganz schön schlimm. Ich komme, glaube ich, die Runde rein, aber ich meißel das noch nicht in Stein. Der Wagen wird bedeutend unruhiger. Ich will noch in der R reinkommen und Z gewinnen als zugleich und nichts passiert. Energie, ich komme die Runde rein. Erhöhe den ERS-Einsatz. Sans kommen wir nicht rein. Stop. Ich kann hier, glaube ich, nicht mehr viel gewinnen, deswegen muss ich nicht gerade mal Risiko eingehen. Vielleicht sind wir auch schneller mit den Reifen, die kapieren es nicht. Das wäre schön. Ach, die Hinterleute kommen nicht rein, das wird nicht feucht und die sagen sich auch, jetzt ist es genau richtig. Losfahren, losfahren! Jetzt bin ich mal gespannt, ob wir total rumeiern. Besonders vorsichtig sein, jetzt hat er die grüne Flagge okay, in der Hand. Bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf ja, dafür gibt es eine Verwarnung, ist nicht euer Ernst, oder? Ja, genau. Kurve abgekürzt, mal bist du doof? Noch eine Strafe, was ist denn gerade los? Zwei Strafen? Ja, ich war da im Grün, aber hallo, die Reifen drehen durch. Das ist echt bescheuert. Wenn es für weiße Linien überfahren gewesen wäre, ja, aber nicht wegen Abkürzen. Trottelnasen. Oh, die Reifen fühlen sich auf dem ersten Meter ziemlich gut an. Oh. Oh. Die gefallen mir. Die fühlen sich genau richtig an. Ich weiß schon noch in der R draufziehen sollen. Die gefallen mir richtig gut und Sainz kommt da nicht rein.
Dann macht das die Konkurrenz wohl auch noch nicht. Oder Sainz verschläft es einfach als ziemlich einziger. Weil die Reifen sind spitze. Fahrer auf Intermediates liegen gerade gute Rundenzeiten hin. Komm an die Box und lass die Reifen wechseln. Naja, auch wenn ich gerade hier Probleme habe, das fühlt sich super an. Ich hoffe, die kommen nochmal rein, ansonsten müssten wir halt den ganzen Stop aufholen. Fahrer vor mir. Das da vorne ist Giovinazzi. Hol dir seine Platzierung. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,8 Sekunden. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Ihre Reifen sind 9 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 26,4. Gucken, was wir hier fahren. Scheiße. Das war's mit dem Rennen. Keine Punkte für uns. Scheiße, und die Reifen haben sich so gut angefühlt. Mann! Aber das Rennen ist ja nicht vorbei, Schwein gehabt. Etwa 5 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Okay, Box, Box, Box. Wir passen die Strategie ärgerlich. Und kommen diese Runde rein. Guck mal, ob die überhaupt nur auf die blauen Reifen gehen. 1,26, wir werden gleich überrundet. Also wir werden nach unserem Stop überrundet sein. Mann ey, Sainz liegt gut da und wir hätten auch gut da liegen können. Jetzt sind wir endlich mal in Angriffsposition, dann wird das ein Nuller. Ach Mann. Zur Reparatur an die Box. 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 Box? Aber auch interessant, dass die gar nicht reinkommen. Also ich habe das Gefühl, die Reifen sind super. Könnte sich täuschen, aber auf den grünen war es am Ende schon ziemlich... Wah. Und auf den blauen war es sofort... Ja, gut. Keine Crew vor uns bereit. Fahr raus. Fahr jetzt überrundet. Raus. Ach Mann. Der Butler hat aber einen guten Vorsprung. Da ist Sainz. Nicht, dass ich jetzt Sainz rauskegel. Vielleicht fahre ich dem Sainz ja davon. Ich könnte ihn ja während der Fahrt meine Reifen geben, wenn die besser sind. Und dann fahre ich mit den Grünen weiter und er sichert sich geile Punkte. Schaut mal, wie ich dem gerade einen Meter aufdrücke. Da kommt die blaue Flagge. Sainz lässt natürlich sehr gerne vorbei. Im Sinne von, ja, Teammitglied. Na, fahr doch! So, als wären wir von denen aufgehalten. Das wär's, ja. Oh, die Sicht ist aber schlecht. Womöglich sind nicht mehr reingekommen, weil die sich sagen, ach, das lohnt sich nicht, die Reifen sind nicht so viel schneller. Und jetzt nochmal zu wechseln, wäre die natürlich etwas fatal. Wenn man mit den Reifen grundsätzlich weiterfahren könnte. Und mal gucken, wie wir jetzt mithalten. Das ist einfach mal so ein Vergleich. Es geht leider nichts um mehr, es geht leider um nichts mehr für uns. Super, ne? Aber mal gucken, wie wir jetzt liegen. Hauptsache Sainz bleibt da vorne. Wenn es da jemand anbahnt, ihn zu überholen, dann schießen wir ihn ab. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Ach, wer weiß, was das ohne Nasenausfall jetzt am Ende noch gewesen wäre. Ich konnte gerade so mit den vorm Stop von grün auf blau konnte ich gerade so mit denen mitgehen. Und jetzt kann ich mit der führenden Gruppe mithalten. Oh Mann, ey. Die haben sich bestimmt gesagt, ach, wir wechseln nicht mehr, weil die verbleibenden Runden, das wird eng. Auch wenn man hier nicht viel Zeit verliert. Ja, wir bleiben auf blau. So sieht's aus.
Klar, die halten sich davon noch auf, aber die Blauen sind definitiv besser. Das ist nicht bloß ein Gefühl, das ist so. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch raus. Ich gebe dem Science jetzt einfach meine blauen Reifen und dann freut er sich. Während der Fahrt wechseln wir die Reifen. ...25,9. Giovinazzi war vorhin 26 und die Zeiten haben bestimmt schlechter. Fahrer vor mir. Giovinazzi vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 34,7 Sekunden. Sie fahren mit Alpen Intermediates. Zeit 30er? Die letzte Rundenzeit lag bei 1,26,1. Nee, immer noch 26. Aber womöglich hätten wir einfach nicht genug aufgeholt, weil nicht mehr so viele Runden. Aber weiter Erfahrungswerte für Reifenbahnwechsel gesammelt. Nicht an der Temperatur abhängig gemacht. Am reinen Fahrgefühl. Nächste Runde ist die letzte Runde für uns. Science, komm, bleib auf der Position. Das schaffst du. Dem alle kein DRS und du hast einen super, super Motor. Und ein super, super Auto sowieso. Gucken, was rundenzeitmäßig in der letzten Runde noch drin ist. Fahren sogar eine 24 und die Runde geht noch besser. Aktuell fahren wir 1,19er mit 6 Sekunden Rückstand auf die Bestzeit. Aber tendenziell werden wir noch langsamer. Klar. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 34,4 Sekunden. Zehn Sekunden langsam heißt 1,23er. Butler gewinnt sein erstes Rennen der Saison. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Hauptsache nicht der Lukas. Dennoch, wir machen gar keine Punkte und die machen Punkte. Nö. Ja, vielleicht doch. Schneller waren die Reifen, aber womöglich kamen die einfach zu spät zu wenig Runden. Wir sehen uns im Park Fermi. Ach, ist das bitter, gerade in dem Rennen. Ich gedenke da noch an Q1, die ich mich da gefreut habe, wie gut wir als Team waren. Und das Team von McLaren hat es durchgezogen. Es hat hier und heute in fantastischer Manier gewonnen. Stefan, was hat Sie im heutigen Wettbewerb von den anderen abgehoben? Sie haben ein Auto, das unter den heutigen Bedingungen erst so richtig aufblüht. Das Auto kommt sehr gut mit den nassen Fahrbahnen zurecht und dadurch haben die Fahrer auch genug Selbstbewusstsein, um anzugreifen. Durch dieses Selbstbewusstsein steigt man früher wieder aufs Gas, man bremst später und verschafft sich dadurch einen Vorteil. Die Fahrer sind auf dem Weg hinaus zur Siegerehrung mit McLaren an der Spitze. Gratulation an das gesamte Team für diese fantastische Leistung.
sehen wir uns nun die Fahrer an. Es ist wieder trocken. Trotz der großen Bemühungen des Spitzenreiters ist der Vorsprung in der Meisterschaft etwas zusammengeschmolzen. Wer war nach diesem unglaublichen Rennen dein Fahrer des Tages, Stefan Römer? Für mich ist das zweifellos Robert Kubica. Alle anderen sollten sich Notizen machen. Das war eine Leistung, wie sie im Lehrbuch steht. Es ist Zeit, einen Blick auf die Situation in der Konstrukteursweltmeisterschaft zu werfen. McLaren baut den Abstand an der Spitze aus. Wer vermag schon zu sagen, wer nach solch einem Rennen am Ende Weltmeister wird? Seien Sie auch nächstes Mal wieder dabei, wenn wir Ihnen das neueste Rennen der Formel 1 nach Hause servieren. Kubica holt einen Punkt, das freut mich für ihn. Und Carlos Sainz holt für Rennpunkt Force India in dieser Karriere das erste Podium. Einerseits schön, andererseits schade, hätten wir auch in etwa haben können. 74 Punkte Rückstand hatten wir auf den Lukas, jetzt sind es 86. Oh Mann. Und bald ist Halbzeit in der Saison. Der Butler gewinnt vor Sainz. Dann Hamilton, dann Lukas, dann Verstappen, Bottas, Gasly, Vettel, Leclerc und eben Kubica. Ricciardo, Albon, Kimi, Perez auf der 14. Dann kommt Russell, Hülkenberg, Grosjean, Giovinazzi, Villa und Kvyat. 13-2. Der ist sogar auf dem Podium, das gibt ja noch einen extra Punkt. 2-8-9 hat er. Okay, wir sind schneller, aber bringt uns ja nicht viel. Jetzt wird es aber sehr eng im teaminternen Duell. Und Bottas, der Herr Rivale. Ah, die schnellste Rennrunde. Mist. Rennleitung. Sainz, Rundenzeiten auf Inters. 24, 25er. Ja, die Inters waren dann schon langsamer, aber womöglich war einfach zu wenig. Waren zu wenig Runden übrig. Mit 23er am Ende. Gucken wir nochmal. Wer war denn so wirklich allein unterwegs, so von der Position her? Vielleicht noch Leclerc. Ansonsten hier der Grosjean. Leclerc und Grosjean. Ach Quatsch, das waren ja schon die Punkte. Leclerc, da war er. Ah, 24er waren durchaus drin. Also für die hat es sich wirklich nicht gelohnt, nochmal auf die Blauen zu gehen. So, Grosjean. 25er am Ende, zwar 23er. Hat dann wohl nochmal die Reserven ausgepackt und konnte die auch auf die Strecke bringen. Oh Mann, so viele Reifen bei uns. Ich war dafür viel zu unkonstant. Aber die letzten drei Runden sind schon in Ordnung. Aber es war jetzt nicht so, dass wir einen Stop hätten rausholen können. Aber auf Inters, nee. Die Blauen waren schon besser. Aber das ging woanders schief. Rennleitung. Ist wieder rausgefahren, sind zwei Strafen. Sainz und Bottas, Runde 1. Jeder hat was bekommen von den beiden. Die Mechanik bei Kvyat. Ja, bitter, bitter. Bald sind es 4 Siege Rückstand auf Lukas. Der Butler hat noch über 1 Siege Rückstand. Und Sainz ist jetzt vor uns. Mann, 3 Rennen, wo wir schon gut Punkte liegen haben lassen. Nach hinten haben wir dick, dick Luft, aber das tröstet uns nicht. Überhaupt nicht. Kubica hat einen Punkt geholt und ist damit auch auf der 14 geblieben. Der war schon bester Punktloser. Wie viele Punkte hat den Red Bull geholt? Na, 10, 16, Mist, so viel hat Sainz schon geholt, aber naja, Klein Vieh macht ja auch Mist und hoffentlich punkten, hoffentlich bald beide Fahrer gut. Wirklich, wirklich sehr schade. Das ist der Grosjean, der steht 4 Plätze hinter uns beim Start. Und mit dem hatten wir zu tun. Wir sind noch nebendran, jetzt hat er auch die Innenbahn, ist ja eher sein Eck, aber dann haben wir vielleicht das bessere Aero-Auto, überhaupt die Außenbahn. Kommt er besser raus, aber hier ist er wieder innen. Da kann er sich erstmal vorbeischieben, aber letztendlich konnten wir uns ja auch durchsetzen. So, das ist schon die Aktion.
gegen den Red Bull. Das ist die erste brauchbare Aktion, die die automatischen Highlights liefern. Ist natürlich mal wieder sehr, sehr passend. Und die zweite brauchbare Aktion, die ich hier einbinden kann, ist dann auch schon das gegen die Wand dotzen, dass die Aufhängung da nicht gebrochen ist. Also starke Leistung an die Strapazierfähigkeitsabteilung, die damit eigentlich eher weniger zu tun hat. Aber der Wagen ist ganz geblieben und damit habe ich da an dieser Stelle gar nicht wirklich gerechnet. Ja, am Ende hatten wir die blauen Reifen drauf. Die waren gefühlt schon besser, aber haben nichts mehr ausmachen können. Aber in meiner Situation, da musste ich ja auch was riskieren, denn wer weiß, vielleicht hätten die ja wunderbar funktioniert und wir hätten noch aufgeholt. Ja, dann hätte ich mich am Ende geärgert, aber letztendlich haben wir eigentlich nichts mehr verloren, aber eben auch leider nichts mehr gewonnen. Aber auch Carlos Sainz, der war ziemlich gut, Platz 2, aber er war noch deutlich hinter Butler, also der hat immer noch einen ganz guten Vorsprung mit seinem Team. Da müssen wir noch ordentlich ranklotzen. Ich schätze mal auch, so wie das gerade mit unserer Entwicklung vorangeht, wir werden irgendwann im Laufe der dritten Saison bestimmt alles fertig haben. Also die drei Hauptabteilungen, Antrieb, Chassis und Aero, die ganz bestimmt, auch wenn es in dieser Saison noch zwei Reglementänderungen geben sollte, glaube ich trotzdem, dass wir dann schon in der dritten Saison alles maximiert hätten. Und das würde mir wieder etwas zu schnell gehen. Wir fahren hier im Grunde bis zu 10 Saisons. Auf jeden Fall ist die Karriere bis zu 10 Saisons ausgelegt. Und das geht meines Erachtens weiterhin zu schnell. Aber immerhin ist die Konkurrenz etwas besser zu Rande gekommen als noch im Vorgänger. Aber da gibt es meines Erachtens auch noch etwas zu schrauben für Codemasters. War ja klar, dass du hier lauerst. Toller Tag. Toll. Wie denken Sie darüber? Ihr ehemaliger Teamkamerad hat heute einige tolle Überholmanöver gezeigt. Hat er welche von Ihnen gelernt? Der Perez? Ich weiß, er meint. Sie meint den Lukas. Ich würde ja gerne denken, dass er sich einiges von mir abgeschaut hat, aber sein Auto ist auch ein wichtiger Faktor. Es ist sehr umgekehrt. Ich habe eine Menge von ihm gelernt, als wir Teamkollegen in der Formel 2 waren. Mit diesem Auto und diesem Team kann ich ihm hoffentlich noch so einige Lektionen erteilen. Weil wir wissen, was im Auto steckt. Eine große Verbesserung für Devin gegenüber dem letzten Rennen. Ist er in Form gekommen oder war es heute nur Glück? Nur Glück. Er hatte da draußen ziemliches Glück. Ich hoffe nur für ihn, dass er dabei bleibt. Dass es dabei bleibt. Ich würde jederzeit auf mein Können setzen, statt auf sein Glück. Er hat sich gut geschlagen. Aber ich denke nicht, dass er noch lange mit mir mithalten kann. Ich das verantworten? Gar nichts, so böse bin ich dann doch nicht. Haben Sie sich bei diesem verregneten Wetter heute wohlgefühlt? Grundsätzlich ja, ich mag Regenwetter, aber es ging ja schon mit dem Trocknen los. Nasses Wetter ist ein Risiko. Ich hatte allerdings ein großartiges Team hinter mir, das mir geholfen hat. Das Leben würde doch keinen Spaß machen, wenn es nicht ab und zu eine Prüfung bereithalten würde. Nein, ich hasse Regen, das stimmt nicht, deswegen sage ich das definitiv nicht. Sie sind ein paar Mal an der Mauer entlang geschrammt. Entlang ist gut. Hatten Sie Schwierigkeiten mit dem Grip? Ich weiß nicht genau, was passiert ist, um ehrlich zu sein. Der Wagen schien nicht genug Abdruck zu haben. Der Wagen fühlte sich den Kurven zu schwer und tschüss. Jetzt geh, Claire, komm, es ist trocken. Tja, trotzdem danke. Tolles Rennen, ey, wie die gleich anfängt. Ah, ja, und dann kommt dann noch gleich das Team, was nicht erfreut sein wird. Oh, wir haben noch 3 Punkte geholt. Gegenüber Sainz, klar, schnellste Runde. Wir haben das Rennen straffrei beendet und wir sind angekommen. Podium und Endposition gehören ihm. Wir brauchen nur noch 1 Punkt, er braucht noch 4. Könnte eng werden. Bottas hat 4 Punkte Vorsprung, er hat 2 Punkte mehr geholt als wir. So viele Punkte gibt es jetzt leider nicht. Klar, auch mit einer besseren Platzierung hätten wir nicht viel mehr rausgeholt, aber... Oh, 5700 Punktlandung. Nee, geht's schon ganz schön ab. Aber ich habe mir gedacht, das geht mehr nach hinten los. Was für ein enttäuschendes Ergebnis. Stimmt. Das war ein hartes Wochenende. Absolut richtig, Emma. Besprechung. Anmerkungen. Welche kann ich wissen?
weitere Plätze auf dem Podium. Das Blatt zu ihren Gunsten gewendet. Jetzt geht sie hier auf die beiden Teamkollegen ein. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja, ich bin begeistert. Das Team stellt in den Vordergrund. Teile tauschen. Nehmen wir nochmal die alten Dinger. Es kommt jetzt Frankreich. Ja, komm, nehmen wir nochmal. Wir können uns das nicht wirklich erlauben. Wir haben noch nicht so viele Teile. Ich hoffe, da kommen auch nicht viele dazu, denn das würde bedeuten, wir hatten ein Qualifying. Wir müssen noch entwickeln. Und zwar wärmeleitende Felgen. Das ist bestimmt Reifenabnutzung, ja. Neu designte Felgen leiten Hitze besser ab, was den thermischen Abbau der Reifenoberfläche hemmt und so für weniger Reifenabnutzung sorgt. Frankreich klein, kostet nicht viel. Gewichtsreduktion, Chassis, zentraler Unterboden. Designoptimierungen des zentralen Unterbodens führen zu einem Gewichtsvorteil, ohne die komplexe Unterboden-Aerodynamik zu beeinflussen. Klein, kostet jetzt nicht so viel. Und Gewichtsumverteilung, Hydraulik. Die Verteilung der hydraulischen Flüssigkeiten kann für eine bessere Gewichtsverteilung angepasst werden, wobei die hydraulischen Eigenschaften des Fahrzeugs nicht beeinträchtigt werden. So, da oben links ist schon ein Anschlag. Hier geht es dann weiter in drei Richtungen. Und hier ist gerade, dann können wir ja zugleich hier drauf zugreifen. Mist. Hier hätte noch ein Arm sein sollen zwischen den beiden, wo man bloß von diesem Teil hinkommt. Oder meinetwegen hier zwischen den beiden, wo man nur von diesem Teil da hinkommt. Ah. Aber wenn das passen würde, würden wir vor Ferrari stehen. Vielleicht sogar vor Haas. Na, vielleicht verbessern die sich ja auch noch. Das nur nochmal eingeblendet, um es eingeblendet zu haben, wenn wir gleich rüberhüpfen, falls man da nochmal zurückspulen möchte und sich das nochmal anschauen will. Teile gewechselt, Entwicklung angeschlagen. Alles in Frankreich, wenn es glatt geht, Fima-Chassis, ich bin gespannt. Wir hatten schon lange keinen Teil mehr, was fehlgeschlagen ist. Schauen wir mal. KI-Fahrerstufe Frankreich hatten wir in der letzten Saison die 84. Moment. Genau, und jetzt ist angedacht die 78. 50 komplett die Reifen, C4, 3, 2, eine Stufe jeweils härter. Teile gucken. F22, ist das gut? Ein Teil ist fehlgeschlagen, aber zum Glück bloß was Kleines. Also wir haben unseren Vorsprung von McLaren auf dem Papier vergrößert. Wow. Schaut mal dahinter Renault. Ja, da liegt jetzt Williams und Ferrari ist auf dem Papier deutlich dahinter. McLaren hat sich auch verbessert, aber nicht mehr so stark. Und Mercedes bleibt vor Renault. Schade, dass gerade das untere Teil nicht... dass gerade das Teil fehlgeschlagen ist, dass sie das hier unten hätte fehlschlagen können, weil wir hatten hier schon zwei Optionen. Naja, man kann nicht alles haben, ne? Also, chassistechnisch stehen wir hinter Ferrari. Vor Renault. Viertletzter Platz. Und gar nicht so weit weg von Red Bull, schaut mal. Das ist echt ein kleiner Abstand. Wirklich zu das hier. Zwischen Red Bull und uns und überhaupt wir und... der Rest des Feldes.
weiterhin letzter Platz. Der Abstand zu McLaren ist schon ziemlich deutlich, aber auf der Strecke sieht das gar nicht so aus. Ich sag nur, Radarfalle im Qualifying und das mit erhöhtem Heckabtrieb. Hat gepasst und passen ist ein gutes Stichwort. Wir müssen uns wieder fangen. Mal wieder nach zwei fünften Plätzen. Ein 19. Und jetzt kommt Frankreich. Das sollte uns sogar noch besser liegen als Kanada, weil Motorleistung haben wir für die Gerade und in den Kurven sind wir richtig, richtig gut. Ich bin gespannt und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Und tschüss.